Das ist gestern überhaupt geworden. Okay Leute, wollt ihr mal kurz sagen, was ihr gerade macht? Hobeln, würde ich auch sagen. Hey, wir versuchen die Rotorblätter. Wir versuchen die letzten Stellen rauszukriegen. So, hier oben ist er noch. Und da. Ganz einfach von hier oben bis da unten durchziehen. Dann. Ja, 7. Das ist gut, ne? Auf die Art. Sorry, ewig, Freund. Ist das jetzt sehr viel mit? Vorbohren. Genau, das haben wir schon. Was wird das? Willst du? Ja, gerne mal. Ja, du bist auch schon so ein kleiner Papa, hast du, oder? Ich mache gerade die Gussform mit, ein Teil der Gussform, wo später die Magneten reinkommen. Ja, wo ist jetzt hier gerade dran? Ja, wir machen auch einen Teil der Gussform, auch für die Magneten, das sieht man auch schon. Und hier eigentlich, also in den Zeichnungen mitkommen. Was ist, wenn da was über den Rand kommt? Wow. Ich bin mit dem Untertisch hier. 10 Minuten sind schon vorbei. Heute dritter Tag Windrad Workshop. Wie geht's euch? Super, sehr gut. Alles klar? Hey, Niki. Geht nicht. Doch? Ja. Es geht. Wer ist denn der heiße Typ da in der Kamera? Sobald sich so Elektronen in einem Magnetfeld bewegen. Dass der Griff unten ist und die Pfeile oben sind. Okay? Weil dann weiß ich immer, wenn ich den Griff wieder unten habe, habe ich eine Umdrehung gemacht und das ist wieder oben. Das wird mehr, ne? Ja. Das werde ich doch mal mehr versuchen. Ja. Ja. Ist das richtig? Ja. Okay, aber dann kannst du losgehen. 84. 85. Ja. Perfekt. Wir können hier die Hölzer nehmen. So? Passt schon. Das war echt schon für einen kleinen Punkt noch. Nee, ist schon ganz gut. Das ist unser Baby. Ja.
Aber in der Mitte musst du jetzt nicht so fesseln. Ja. Die Wischestange auch, sagt er? Ja, schon ein bisschen. Flauschig wie ein Kopfkissen. Ja. Wo, überall hin, ne? Rundherum, ja. Direkt. Das heißt, man kann Krause, aber ich hab's nie gesehen. Den Winkel noch flacher. Also, am besten ist, du stehst eigentlich auf der anderen Seite und knallst es am Boden. Ah, ich schon da, gell? Also, zwei Dinge ist besser wahrscheinlich. Genau das meine ich. Wer wird das Ding einschalten? Ich kann's gern machen. Ich glaube nicht. Ich gebe es aus dem Raum. Ist das so okay oder von dem Abstand? Ja. Und die Spule mit. Ist das mit dem Lötding in die. Ich glaube, das reicht jetzt aber, ohne. Ja, mach mal irgendwas damit. Ja. Alles bombefest ist. Ja, das ist Silber, weißt du, besser als Lametta? Mit deiner Mutter. Die muss ich dann noch auswerten. Ich glaube, das wird auch noch. Aber das reicht nicht, das bisschen Zeit. 4 mm. Ja, wir müssen hier erstmal Füllstoff reinmachen. Lassen. Also 500, glaube ich, auf jeden Fall. Hey, Chips, komm mal nach. So. Ja, nimm erstmal weg das Brett. Und jetzt schön reinlegen. Also nicht zu lange rum. Direkt bündig an die Mitte. Ja. Ja, da müssen wir noch mal mehr machen, oder? Mhm. Das ist noch nicht genug. Fest drauf drücken, ja. Boah, krass, ey, wie viel da rauskommt. Müssen wir das jetzt nicht mal runter machen? Ja. Einfach nur von einer Seite, ist schon da. Eieieiei. Geil. Boah, man sieht es. Unfassbar. In der Mitte haben wir ja die Platten, ich glaube, da passiert nichts. So. Die ist ein bisschen abgesplittert, ne? Die gerade, oder? Das heißt, dann ist. Guck mal, du musst schon mal zu mir. Moment. Also ich dachte immer, wo es nicht sein sollte. Also hier darf es nicht sein. Bin ich schon durch? Ich falle teilweise wieder raus. Müssen wir es ja nur noch zusammensetzen, das kriegen wir mal hin. Boah, schon ziemlich gut. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Kannst du den Draht ein bisschen weniger nach unten drehen? Wie, jetzt hat sich das Fett? Warte. Ja, aber jetzt müssen wir gucken, dass die drei hier irgendwie... Sehr gut. Und letzte. Ja, halt also mit der richtigen Seite nach vorne, also andersrum, genau. Ja, dann bist du mit mir. Ja. Das wäre meine Ehre. Beim Durchgreifen. Einmal noch da, oder?